Wer hat mir da geschrieben? Natalie, wann reden wir über Parfüme? Was denkst du über Firma Uniqlo? Es ist soweit. Heute auf meinem Kanal, wir reden nur über Parfüme. Hallo meine Lieben, endlich auf meinem Kanal, wir reden über Parfüme. Das ist schon mein zweites Video auf meinem Kanal. Mein erstes Video, ich würde hier verlinken, ihr könnt auf Buchstabe E drücken, dann landet ihr direkt zu meinem ersten Video über Dupes Parfüme. Heute aber geht es um originale Parfüme. Ich wollte mit euch schon lange über Parfüme reden, aber irgendwie war ich nicht so weit. Aber eine Firma Uniqlo hat mich richtig motiviert. Es klingt jetzt als eine Werbung, ja, weil ich würde diese Firma für euch heute vorstellen. Aber von anderer Seite, ich wollte in diesem Video euch ein bisschen über Parfüme erzählen. Ich wollte über Konzept überhaupt von Parfüme erzählen. Ihr habt schon bestimmt gehört, Drogerie-Parfüme, Lux-Parfüme und Nischen-Parfüme. Und ja, Video wird sehr lang. Deswegen drückt ihr zwischendurch auf die Pause. Firma Uniqlo hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich wollte eine Kooperation-Video machen. Sie schicken mir drei Parfümen, also drei Abfüllungsparfüme zum Testen. Die Parfümerichtung habe ich selber ausgesucht und ich habe die Parfüme ausgesucht, die ich habe noch nie in meinem Leben gerochen, getestet, ja. Und das ist schon, fängt erster Punkt, positiver Punkt an, dass ich könnte etwas testen, was ich kenne nicht und ich könnte nie irgendwo das im Laden testen. Von Firma Uniqlo, ich habe von anderen YouTuber erste Mal gehört und sie erzählen, dass es Nischen- und Lux-Parfümen. Ich war unsicher, weil Gefühl habe ich, dass die Leute, YouTuber, selber vor kurzem haben mitbekommen, was bedeutet Nischenparfümen. Und ich habe gedacht, das ist einfach Avon oder Mary Kay. Ehrlich gesagt, ich war skeptisch. Ich habe mir gedacht, es ist nicht meine Geschichte. Aber natürlich, weil ihr mich gefragt habt, was ich denke über Firma Uniqlo, für mich schon selber war ein bisschen interessant, was ist das denn für diese Parfüme. Und wir haben noch mit Mitarbeitern von Firma Uniqlo ein telefonisches Gespräch gehabt. Ja, diese Parfüme, ich habe bekommen, ich habe getestet und jetzt konnte ich euch sagen, es ist wirklich originale Lux- und Nischenparfüme. Ich wollte ganz kurz euch erklären, was bedeutet Drogerie, Lux- und Nischenparfüme. Ich wollte diese Möglichkeit heute benutzen, damit ihr auch besser versteht, wenn ihr natürlich noch nichts gehört habt über Wort Nischenparfümen, was bedeutet es, wo ist Unterschied. Ich bin natürlich keine Profi noch in Parfümerie. Ich habe vor ein paar Jahren plötzlich angefangen, richtig recherchieren über Parfüme. Plötzlich, ich habe großes Interesse über Parfümenwelt ein bisschen mehr zu wissen. Nicht nur, was da steht auf dem Regale im Laden, dass ich wollte einfach wissen, was steht als Geschichte hinter dem Parfüm. Durch meine Liebe und Interesse, ich habe interessante Leute kennengelernt, mit wem ich habe zum Beispiel jetzt, ich denke über einen Mann von Firma Tom Ford, wir haben mit ihm wirklich, ich denke, 2 Stunden geredet über Parfümerie. Also das war fantastischer Moment. Er hat mir viel erzählt. Wirklich, ich habe richtig genossen. Heutzutage alle Parfüme wurden fast aus Synthetik gemacht. Also alle Parfümerie, im Drogerie, Lux, Nischen wurden fast aus Synthetik gemacht. Nur von 20 bis 40% gibt es noch in Naturinhaltsstoffen. Es nicht bedeutet, dass es Parfümerie schlechter geworden, ganz Gegenteil. Parfümerie ist viel, viel besser geworden und moderner geworden. Durch Synthetik man kann viel mehr interessante Parfüme entwickelt. Noch Ernest Bohr, das ist der Mann, der hat Chanel Nummer 5 entwickelt. Er hat schon damals gesagt, dass unsere zukünftige Parfümerie liegt im Hände unserer Chemiker. Also Synthetik ist sehr, sehr gut. Drogerie natürlich, das ist ein Massenprodukt. Er wurde wirklich in großer Menge produziert, damit Preis wird maximum kleiner, damit viele Leute können sich leisten, das zu kaufen. Und natürlich muss der Duft nicht so dringend sein, damit Menschen können das benutzen für Arbeit, für Alltags, für besonderes Anlass. Und natürlich müssen Maximum Leute gefallen, also muss universal sein. Natürlich für Drogerieparfümer wurde keine Parfümer eingeladen, damit er
für Drogerie ein Parfüm entwickelt. Natürlich wurde kein besonderes Geld investiert für die Flaschen, für Design für die Flaschen. Meistens Drogerie-Parfüme, das ist Kopie oder etwas Ähnliches, was heutzutage wurde im Lux, im Nischen eingesagt. Das muss Maximum näher sein und natürlich Maximum günstig sein. Lux-Parfüme wurden auch in großer Menge produziert, aber das schon andere Maßstaben als für Drogerie. Sie sollen auch Maximum für viele Leute gefallen. Und da natürlich aber gibt es schon mehr Kontrast zwischen Abendparfum oder besonderes Einlass oder für Arbeit, ja, da könnten schon mehr unterscheiden. Dann natürlich gibt es Pyramiden, die sind schon mehr interessant, natürlich mehr teuer. Für diese Parfüme wurde Parfümeur eingeladen von Nischenparfümen. Sehr oft wurde so gemacht. Natürlich wurde eine Designer eingeladen für sehr gute Flaschen, die solltet euch natürlich auch sehr gut gefallen. Natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld wurde in Werbung investiert. Also Lux, das ist meistens einzige Richtung, wo wurde in Werbung sehr viel Geld investieren. Ich würde sagen, dass Lux, das ist das gleiche Drogerie, weil es soll auch für viele Leute gefallen. Deswegen im Lux, ihr werdet nie individuell. Deswegen jetzt nächste Klasse in Parfümerie, das ist Nischen. Nischen hat für sich schon lange entschieden, beziehungsweise im Ende 80er Jahren, dass sie wollen von Lux sich trennen. Und ja, gibt es wirklich Parfümeur, also Nasen, das ist die Parfümeur-Leute, die extra für Nischen diese Parfüme entwickelt. Das ist wirklich was Besonderes. Und Nischenparfüme, die sind von Mode unabhängig, aber von anderer Seite, sie diktieren Mode für Lux. Jetzt ihr versteht, woher was kommt. Nischenparfüme, sie wurden natürlich auch aus Synthetik meistens gemacht, aber da von 2-40% noch gibt es Naturinhaltsstoffen. Die sind meistens, diese Düfte, sehr schwer, orientalisch, oder sie können sehr, sehr frisch sein. Wie zum Beispiel Geschichte mit Jo Malone. Man denkt, dass die Parfüme enthalten nur Naturinhaltsstoffen. Nischendüfte natürlich sind sehr langhaltig. Sie haben sehr komplizierte Pyramiden mit Düften. Die sind wirklich was Besonderes. Die kosten sehr viel Geld. Und zu diesem Düften gehört die Düfte, was ich habe bei Uniqlo für mich ausgesucht. Firma Uniqlo bietet uns ein Parfum-Abo. Das bedeutet, wir schließen ein Abo mit Firma Uniqlo ab und bekommen jeden Monat für 17,95 € ein Parfum unserer Wahl. Also keine Überraschungsparfum. Ihr bekommt jeden Monat eine Zerstäuber mit 8 ml Parfum in dieser sanften Tasche mit Logotyp Uniqlo. Die Zerstäuber sieht selber so aus und auf jedem Parfum wurde geklebt Name und Land, wo wurde dieser Parfum produziert. Wenn ihr schließt eure Abo erste Mal, ihr bekommt eure erste Parfum in einem Box. Hier auch liegt eure diese Tasche. Zum Unterwegs sehr praktisch und hier drinnen euer Parfum, aber erste Mal ihr bekommt in einem Etui. Farbe für diese Etui, ihr könnt selber aussuchen. Gibt es drei verschiedene Farben, Rosé, Champagner und Schwarz. Für diese Etui, ihr bekommt jeden Monat neue Parfum in einer Zerstäuberflasche und ihr könnt immer diese Etui nachfüllen. Also ich zeige euch, wie das funktioniert. Das ist meine Etui in Rosé-Farbe. Man dreht das einfach nur um und dann kommt unser Parfum raus und dann ihr könnt dieses Parfum auftragen. Sehr praktisch, wenn ihr packt das in die Tasche, wenn ihr reist, ihr könnt immer das zusammenschließen. Wenn ihr wolltet neue Parfum reinmachen, ihr dreht einfach wieder das raus, nehmt euer Parfum ganz leicht raus und dann ihr könnt neue Zerstäuber Parfum reinmachen. So.
Das war's. Neue Etui, ihr bekommt jeden 7. Monat absolut kostenlos. Und natürlich die Farbe, ihr könnt immer neue aussuchen. Jeden Monat, ihr bekommt eine sanfte Tasche mit eurem Parfum, diese Zerstreuber-Parfum. Und ihr bezahlt keine Versandkosten. Eure Abo, ihr könnt mit einem Klick jedes Mal wieder kündigen. Übrigens, ich habe für euch, für eure erste Parfum, einen Rabatt bekommen. Ihr könnt eure erste Parfum mit 25% günstiger kaufen. Also statt 17,95 Euro, ihr bezahlt nur 13,50 Euro. Hier steht Code Nathalie25 unter meinem Video im Infobox. Ich lasse auch für euch diesen Code. Beim ersten Bestellen, ihr könnt diesen Code sehr gerne benutzen. Und natürlich unter meinem Video im Infobox lasse ich für euch direkt einen Link zum UniQ. Unter meinem Video, ich lasse für euch Link direkt zum UniQ. Also hier steht alles, wann, was ihr bekommt und so weiter. Und auch einige Fragen, die sind schon für euch geantwortet. Also das ist diese Frage, die wurde meistens bei UniQ gestellt. So, jetzt ich drücke auf Los geht und dann natürlich ihr landet auf die Seite, wo ihr könnt sich kostenlos registrieren. Ich wollte euch ein Beispiel zeigen, wie funktioniert dieser Duftkatalog. Ja? Also das ist diese UniQ-Seite. Hier ist ein Beispiel. So sieht euer Duftkatalog erstmal aus. Natürlich ist es noch leer. Und jetzt ich wollte euch ein Beispiel zeigen, wie funktioniert es weiter. Hier, das ist der erste Schritt. Ihr sucht als erstes euer Parfum. Hier unten auf dem roten Streifen steht jetzt zum Kalender hinzufügen. Ich hoffe, dass man kann besser sehen. So, habt ihr eure Parfum zum Beispiel schon ausgesucht. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt so ungefähr sieht eure Kalender dann aus. Ihr solltet nicht unbedingt für ganzes Jahr eure Parfum aussuchen. Ihr könnt für erste paar Monate aussuchen. Und drückt ihr auf X. Dann wurde eure Parfum wieder entfernt. Ihr könnt Parfume wieder wechseln. Also ihr könnt zum Beispiel Delina für Oktober nehmen. Ja? Das kann man alles ändern. Das ist alles ist absolut hier flexibel. Wenn ihr braucht doch Hilfe, hier steht zum Beispiel Parfumfinder starten. Nun probieren wir mit Hilfe von Firma UniQ eine Parfum für uns finden. Hier, ihr solltet natürlich aussuchen, für wen ihr wolltet Parfum kaufen, für sich selber oder zum Verschenken. Ich nehme zum Beispiel für mich selber weiblich, drücke ich, dann ich nehme dieses Mal meinen Urlaub in die Berge und für tagsüber, wo möchtest du deinen Duft tragen, also ich nehme das für tagsüber. Ich muss meine Alte aussuchen, also nehmen wir 40. Und dann weiter. Welche Duftrichtung gefällt dir spontan am besten? Also ich weiß schon, dass mir gefällt sehr blumige, sinnlich, seriös. Nehmen wir seriös. Und hier, ihr solltet Marke wählen. Also, wenn ihr habt schon einen Lieblingsduft, dann solltet ihr hier, das ist eine große Zettel hier. Ihr solltet einen Duft aussuchen und dann wird für diese Suchmaschine einfacher für euch passende finden. Sie werden sich dann orientieren auf euren Geschmack, kann man so sagen. Und hier findet ihr auch einige Parfume, die ihr schon kennt. Auch Dior zum Beispiel, Biotherm, Bottega Veneta. Also das ist schon Parfume, die auch viele Parfume, die ihr schon kennt. Ja? Also Chanel, bitte schon. Zum Beispiel, ich liebe Chloe. Ja. Jetzt Parfum wählen. So, ich nehme als erste diese Chloe Classic von 75er Jahren. Und ja, ich habe jetzt meine Richtung Duft ausgesucht. Geht weiter. Und jetzt ein paar Sekunden, ich denke, weniger als Minuten, ihr bekommt Resultat. So, jetzt landen wir auf dieser Seite, wo wurden unsere Resultate uns gezeigt. Hier sind deine Top-Parfum-Empfehlungen. So, was haben wir hier noch?
Ja, übrigens, sehr interessant, wir haben hier 30% auf erstem Duft. Also das ist jetzt aktuelle Aktion, ein bisschen besser als meins. Also Natalie 25 Code wird immer funktioniert. Ich weiß nicht, wie oft funktioniert dieser Code 30, heißt Dufti. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, diesen Code von Uniqlo mit 30% benutzen. Ich bekomme sowieso keine Cent, wenn ihr mit meinem Code für sich eine Parfum bestellt. Es ist nur einfach für euch eine Möglichkeit, günstige Parfume zu bestellen. Benutzt ihr 30% Dufti auf jeden Fall. Und hier gibt es meine Parfum-Düfte, was wurde mir von dieser Suchmaschine vorgeschlagen. Wie ihr seht, es funktioniert alles wirklich sehr einfach. Und immer hier, ihr geht auf diese Suchbegriffe. Wie gesagt, Duftkataloge, Geschenke, Parfumblog, Parfumfinder, das ist alles ist wirklich sehr einfach. Ihr könnt selber sehr gut, ich denke, sich da orientieren. Ich wollte euch eine kleine Tipps geben. Wenn ihr habt schon bei Uniqlo eine Parfum für sich ausgesucht, wenn ihr habt schon Filter benutzt, was hat Uniqlo euch vorgeschlagen, dass ihr habt eure Geschmackrichtung gefunden, aber trotzdem ihr seid nicht sicher, ob diese Parfum wurde sehr interessant. Also gibt es eine Internetseite, die heißt Fragrantica. Die gibt es auf viele Sprachen, Russisch, Englisch, Deutsch und Französisch und so weiter. Unter meinem Video im Infobox, ich lasse für euch diesen Link zu dieser Internetseite. Da findet ihr Informationen, Beschreibungen zum jedem Parfum. Plus ihr findet da Bewertungen von anderen Leuten. Also andere Leute wie wir schreiben da sehr oft, lassen seine Kommentare zu dieser Parfume. Ich empfehle euch, sucht ihr etwas von Nischenparfumen. Das, was ihr habt noch nie getestet, nie probiert, vielleicht nie gehört. Also das macht mehr Spaß. Und vergisst ihr bitte nicht, dass in Parfümerie gibt es keine Regel. Gibt es nur zwei Möglichkeiten, entscheiden Parfum gut oder nicht gut. Also gefällt oder nicht gefällt. Ich trage sehr oft im Sommer sehr schwer Parfume und im Winter sehr leichte Parfume. Bei mir gibt es keine Regel und das ist normal. Das ist Parfümerie, das ist eine Traumwelt. Und gibt es auch keine Männerparfume und keine Frauenparfume. Es ist alles Unisex. Also Frauen- und Männerparfume, das ist einfach nur Business, das ist Marketing. Ha, jetzt ist Sonnenuntergang, also es ist wirklich schön. Also ich fange jetzt mit meinem ersten Parfum an, das ist in diesem Etui. Es bedeutet, es ist mein Lieblingsparfum. Das ist das, was ich benutze am meisten, also das ist mein Favorit geworden. Ich zeige euch, was ist das für ein Parfum. Laboratorio Alfattiva, heißt Milo. Also das ist ein italienischer Parfum oder Parfum. Und die Flasche selber sieht so aus. Ich bekomme zum jedem Parfum, ihr werdet auch zum jedem Parfum eine diese Zettel bekommen. Hier steht Information zu jedem Parfum. Ich würde jetzt nicht lesen, bei mir wird Ewigkeit dauern. Also das bringt nichts. Ich wollte euch einfach nur erzählen über meine eigenen Gefühle zu diesem Parfum. Ihr seht, Nischenparfum, einfache, schlichte Flasche. Und das war nicht meine Liebe von erstem Mal. Das wollte ich euch unbedingt erzählen. Für diese Nischenparfumen, ihr solltet ein bisschen ab und zu Zeit geben, weil sie entwickelt sich und ihr solltet wirklich Nase trainieren. Erstes Mal, es kann sein, dass ihr riecht und dann sagt, oh nein, niemals. Aber dann nach einer Woche, ab und zu nach einem Monat, ab und zu nach einem Jahr, das habe ich schon mit einem Parfum gehabt, dieser Parfum nicht hier natürlich. Ich war so verliebt und ich habe gedacht, mein Gott, das ist genau das, was ich habe immer gesucht und ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, das ist mein Duft. Also mit diesem Parfum war fast das Gleiche. Ich habe erstmal gedacht, das ist sehr interessantes Parfum, aber das ist nicht so ganz meins. Dieser Parfum entwickelt sich. Er natürlich besteht aus den Kopfnoten, Herznoten, Basisnoten. Und die natürlich alle öffnen sich nicht sofort. Aber gibt es Parfume, die öffnen sich alle drei gleichzeitig. Übrigens, damit ihr jede Note können ein bisschen riechen, ihr solltet auf keinen Fall Parfum so machen. Ja? Wenn ihr so macht, dann die Kopfnoten würdet sehr schnell weglaufen und dann kommt Herznoten und Basisnoten. Wenn ihr wolltet natürlich schnell Herznoten und Basisnoten riechen, dann macht ihr das. Ja, das ist das richtige Weg.
Kopfnoten, das ist diese erste Noten, was ihr riecht. Und die sind nie entscheidende. Lasst euch nie enttäuschen von ersten Kopfnoten. Wenn ihr ja, erstmal aufgetragen habt und riecht und sagt, oh nein, 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 gefällt mir nicht, wartet ihr kurz ab. Weil entscheidende Noten sitzen ein bisschen weiter im Herz und in Basis. Wenn euch gefällt Herz und Basis von Duft, dann ist das eure Parfum. Parfum Mille, er ist ein junger Parfum von 2016. Kopfnoten sind hier Bergamot, Zitrone, gelbe Mandarine, Rosenpfeffer. Herznoten, weiße Lilie, Jasmin, Iris und Rose. Basisnote, Benzo, ich weiß nicht, was ist das, Vanille, weiße Ambre und Muschus. Also meine Lieblingsnoten, ich habe mir schon ein bisschen verstanden, was ich liebe in Parfümerie. Das ist Bergamot, Zitronen, Rosenpfeffer. Normale Rose mag ich auch. Iris, Jasmin, weiße Lilien sind meine Noten. Vanille, absolut meine Note und Ambra, also ich liebe Ambra. Mit Muschus, es ist leider solche Sache, ab und zu Muschus kann aggressiv sein, ab und zu kann er sehr dominant sein und kann ein bisschen erschrecken. Hier Muschus sitzt ein bisschen ja, tiefer in Basisnoten, er kommt ein bisschen später und er wurde durch diese anderen Noten ein bisschen balanciert und deswegen in diese Kombination, diese Parfum für mich eine Traumparfum. Jetzt, ich wollte euch sagen, was ich persönlich da rieche. Also Bergamot und Rose, und aber Pfeffernrosen. Das ist eine ein bisschen frische Parfum, leichte zitronige, ein bisschen Jasmin. Also mehr rieche ich nicht, also ich könnte nicht so viele Noten da unterschreiben. Das riecht ein bisschen nach Champignon. Ich habe gemerkt, dass diese leichte ja, Champignon-Duft macht Parfum ab und zu sehr pikant, also sehr, sehr interessant. Für mich, das ist eine Rose mit einem Puder, sehr elegante Parfum, aber sehr, sehr weiche Parfum. Also das ist nicht Parfum, der schreit, aber eher sehr langhaltig. Und auch wenn ich habe ihn in eine geschlossene Zimmer zum Beispiel getragen, das war so, dass ich war halbe eine Stunde in die Küche und dann bin ich rausgegangen. Nach halber Stunde bin ich wieder zurück und dann merke, dass meine Küche hat diese Wolke mit diesem Parfum und dass ich bin wie, wow, das ist eine weiche Parfum, eine weiche Duft. Also ich bin so verliebt genau in diesen Duft. Ganz ehrlich, egal wie ich meine, ich denke, Emotionen beschreiben, es ist so, dass jeder hat seine Nase, jeder hat seine Lieblingsnoten und ja, Favoriten in Parfümerie. Deswegen, ihr solltet sowieso das einmal probieren. Also für diesen Preis kann man wirklich das probieren. Also das ist keine richtige frische Parfum. Ich denke, für die Leute, die mögen im Sommer etwas frisch, auf jeden Fall, das ist nicht eure Variante. Für mich persönlich würde passen für jedes Jahreszeit. Ich würde das tragen überall, außer vielleicht Arbeit. Für Arbeit, ich würde sagen, das ist ein bisschen sexy Parfum. Also dieser Parfum Milo, das ist für mich eine pudrige, weißblumige Duft mit ein bisschen dieser Champignon, ja, leichte Muschis, also Muschis oder Muschis? Ah, so diesem Duft, sehr pikant, elegant, ein bisschen sexy. Also das ist eine Frau für mich mit Geheimnissen, eine Frau mit Charme und das ist eine moderne, selbstbewusste Frau. Also für mich ist es meine absolute Ich-Parfum. Mein nächster Duft von Marke Velton, Rosé Empire. Ich denke, so heißt Empire. Oder Parfum, und das ist schon aus Frankreich. Wo ist diese nächste Parfum? Ja, genau, ist hier. Velton, das ist schon für mich Rose. Rose, aber verschiedene Sorte. Weiß, Rose mit Pfeffer, rote Farbe. Also das ist schon sehr dominante Duft, ein bisschen aggressiver Duft. Also hier Rose ist richtig saftige, starke, ein bisschen wie gesagt mit Pfeffer. Und was ist sehr interessant bei diesem Duft, zum Schluss Herz- und Basisnoten, es ist eine Rose in einer pudrigen Watte. Zum Schluss eine sexy Duft.
sehr elegante. Ich würde tragen für Abend. Also am Tag ist es ein bisschen, würde ich denken, zu dominant, aber für Abend, für besonderes Anlass, ja, auch wenn im Sommer, wenn ihr in Urlaub seid, also diese Duft für Abend, für jedes Jahreszeit, für mich ist super passt. Ja, das ist auch, wie gesagt, eine blumige Duft, frische Duft, obwohl es sehr starke Rose ist, und das ist für mich eine Frau Vamp, eine selbstbewusste Frau. Frau, die einfach, wenn sie kommt, sie sagt, ich bin's, ich bin hier. Also, das ist wirklich eine elegante, sehr teure Duft. Diese beiden Düfte, was ich jetzt gezeigt habe, die sind sehr langhaltig. Ihr werdet diese Düfte riechen noch am nächsten Tag, morgens früh. Wenn ihr werdet wach, eure Haare riechen nach diesem Duft, aber natürlich schon leicht. Also, das ist so eine Traumdüfte. Wie gesagt, sehr langhaltig, sehr fantastisch. Lässt ihr für eure Düfte ein bisschen Zeit, folgt ihr diese Düfte, wie sie sich entwickelt. Erste, wenn ich diese Rose auftrage bei mir, riecht sehr stark nach Rose. Und nachher kommt dieser pudrige Duft, kommt diese Ambre, kommt diese andere frische Noten. Also das ist auch absolut mein Favorit. Meine dritte und meine letzte Parfum, was ich für mich ausgesucht habe, wurde mich vor kurzem erreicht. Also ich habe ihn vor kurzem bekommen. Das ist Parfums der Marley Delina. Dieser Parfum von 2017, gerade wirklich noch sehr frisch, sehr jung, wurde in Frankreich gemacht. Ihr könnt sehen, ich habe noch nicht so viel benutzt. Ich habe gerade angefangen, diesen Parfum zu testen, aber ich habe schon meine eigene Meinung zu diesem Parfum. Ich wollte euch ganz kurz über Pyramide erzählen. Also im Kopfnote gibt es Litchi und Rhabarber. Also das Rhabarber gibt es im Duften. Ich habe noch nie gewusst, und das könnte man übrigens durch, dass man synthetische Düfte kann entwickelt. Bergamot und Muskat. Herznote, türkische Rose, Maiglöckchen und Pfingstrose. Basisnote, Vanille, Weißmoschus, Vetiver, Kaschmeran, Holze, Weichrauch. Also, ihr merkt schon, dass wieder meine Lieblingsrose, wieder Moschus, wieder türkische Rose oder überhaupt Rose, Bergamot und Litchi. Litchi, das ist das, was macht ein bisschen sauer, diese Parfum. Und Rhabarber macht ein bisschen so diese, wisst ihr, dieser frische Effekt. Also diese Rhabarber, ich habe das Gefühl, das verfliegt nach ersten 5 Minuten. Also ich denke, dass ich spüre diese Rhabarber nur erste Moment, aber dann nicht mehr. Dieser Parfum ist wirklich blumig und fruchtig, sehr intensiv, ein bisschen schwer, ein bisschen süßlich, aber ein bisschen sauer. Für mich ist es wirklich was Neues, was Besonderes. Ich habe über diesen Parfum sehr viel gelesen, bevor ich habe ihn bestellt. Vorher, ich habe noch niemals ihn gerochen oder gehört. Also diese Parfum für mich ist nicht ganz langhaltig. Ich würde ihm gerne zum Beispiel in Mitte der Tag, ich würde noch mal erfrischen. Ich habe über diesen Parfum sehr viele Bewertungen gelesen, dass einige sagen, wow, das ist das beste Nischenparfum für 2017 oder 2018. Aber für mich ist es nicht das beste Parfum aus Nischen. Es ist nicht 100% meine Favorit, aber es ist absolut sehr interessante Duft. Diese Duft, ich wollte wirklich heute auftragen. Also, so machen wir so. Also, erste Noten, Litchi. Richtig, diese Litchi. Also ich mag das sehr. Bergamot, Rhabarber, Rosen, aber Rosen kommt nachher später. Hier noch ganz leichte Rose. Es ist ein bisschen für mich wie Erdbeer in Sahne. Ein bisschen süßlich. Ich habe über diese Parfum lange Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, wie kann ich diese Parfum für euch am besten beschreiben? Ich sehe diese Parfum auf Marilyn Monroe. Für mich
Dieser Parfum assoziiert sich mit Marilyn Monroe. Das ist eine Frau mit Formen, sehr sexy und Frau, die macht ein bisschen flirten. Jetzt übrigens kommt Rose, Bergamot, frisch. Also das ist für mich eine Parfum mit Flirt. Das ist für Abendparfum. Aber ich könnte das immer tragen. Ich könnte das am Tag tragen. Ich könnte das jedes Jahreszeit tragen. Für mich gibt es keine Grenze. Ich endlich geschafft. Also das war nicht einfach, Parfume zu beschreiben, aber hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat euch auch dieses Video sehr gut gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall im Kommentar. Wolltet ihr mehr über Parfume wissen? Wolltet ihr, dass ich zeige meine Nischenparfume, Luxparfume, meine Lieblings-Sexy-Parfume für Abend, für den Tag Parfume oder Parfümerie meines Mannes? Schreibt mir auf jeden Fall alles im Kommentar. Ehrlich gesagt, diese Duft ist so schön, sehr intensiv und ich fühle mich wirklich wie Marilyn Monroe. Kuss euch, bis zum nächsten Mal. Eure Nathalie.